Guten Morgen, ihr Süßen. Ich grüße euch ganz herzlich aus Taucher. Ich hatte gerade ein sensationell cooles Erlebnis, das wollte ich gerne mit euch teilen. Und zwar bin ich letzte oder vorletzte Woche, beim Auspacken sehr schwungvoll gegen so einen, kennt ihr vielleicht so einen Block, so einen Betonklotz. Der wiegt ca. 500 Kilo, bin ich dagegen gefahren, sehr schwungvoll. Dann habe ich einen Kostenvoranschlag machen lassen. Naja, relativ hoher Schaden. Wenn man das um 30 cm verschiebt, dann passiert schon was hinten an der Stoßstange. Na, jedenfalls habe ich eine Kostenübernahme angefragt bei der Versicherung. Und jetzt eben rief mich mein Autohaus an und sagte, hey, Frau Christian, das wird also übernommen. Wann haben Sie denn Zeit? Wann können Sie uns das Auto mehrere Tage geben? Ich sage, okay, jetzt im Moment nicht, aber wir fahren bald in den Urlaub. Okay. Ja, dann machen wir es doch so, sagt die zu mir. Und jetzt kommt's, hör ich zu. Da sagt die zu mir, da gibt es doch diesen Airport-Service. Ich sage, was gibt's? Airport-Service? Ja, da gibt es diesen Airport-Service. Sie stellen Ihr Auto an den Flughafen, checken einfach ein, übergeben den Schlüssel am Schalter und wenn Sie zurückkommen aus dem Urlaub, steht Ihr Auto wieder vollkommen repariert da. Also ich habe gesagt, das habe ich ja noch nie gehört. Sie sind ja ein richtiger Segen heute für mich. Das ist ja so ein geiles Geschenk. Ich habe nämlich schon überlegt, wie ich dann, wenn wir in den Urlaub fahren, zum Flughafen hin und zurückkomme. Ja, und damit hat sich das alles erledigt und meine Selbstbeteiligung hat sich vollkommen gerechnet. Von daher kann ich euch immer nur wieder raten, wenn irgendeine Herausforderung in eurem Leben auftaucht, fragt euch, wo ist das Geschenk, wo ist die Perle? Also ich sehe in allem mittlerweile was Positives. Also selbst dieses Rückwärtsfahren, als ich an diesem Pfosten stand, bin ich ausgestiegen, habe geguckt, da kam die Frau aus dem Laden raus und hat gesagt, oh, ihr schönes Auto! Ich dachte, naja, also es gibt Schlimmeres. Ich habe jetzt festgestellt, rückwärts geht's nimmer, vorwärts immer. Also in diesem Sinne, einen geilen Tag für euch. Tschüss. Ciao, ciao.